Liebe Reinigungsfreunde, schönen guten Tag. Hier heute habe ich den Benjamin hier bei mir. Und Benjamin, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Woher kommst du? Und wie sieht es aus mit deiner Firma? Vielleicht, wo du so stehst. Gib mal ein paar Punkte für die Zuschauer da draußen durch. Ja, hallo, ich bin der Ben und die Kurzform von Benjamin. Und ich komme aus Linz am Rhein. Ich habe meine Firma seit 5 Jahren und jetzt im 6. Jahr. Dort habe ich halt gesagt, wo gehen wir hin? Wir gehen auf 2.0 und heben das Ganze mal an. Das heißt, ich habe vorher einen Hausmeisterbetrieb gehabt. Jetzt sehe ich das so, dass der Zweig der Reinigung mit dort reinpasst, um dem Kunden letzten Endes das Rundum-Sorglos-Paket zu geben. Das heißt, Sie haben Rasen, Sie haben Treppenhaus, wir übernehmen beides. Genau. Und du bist ja noch, hast ja eine Hauptbeschäftigung noch, darf man so sagen, ne? Du hast ja noch eine Hauptbeschäftigung und machst es mit deiner Gebäudereinigung jetzt nebenbei. Hast du nebenbei das gestartet und machst es auch so viele Jahre nebenbei. Ist ja auch okay, ja. Es gibt auch Menschen, die sagen, hey, ich habe einen Hauptjob und ich mache das, baue mir das zusätzlich auf als Extra-Einkommen. Ja, also mein Vater hat auch so gestartet, der hat gesagt, hey, ich habe meinen Hauptjob und zusätzlich kommt da halt noch Geld rein und das ist eine gute Basis. Und jetzt gehen wir mal in das Thema rein. Vielleicht, wie, ich meine, wir haben ja bei dir das Ganze so ausgebaut, dass wir gesagt haben, du hattest jetzt schon gesagt, du hattest den Hausmeister-Service und hast es ja komplett dann umgewandelt in Gebäudedienstleistungen. Das war mal so der erste Schritt, wo wir uns kennengelernt haben. Und vielleicht willst du mal was dazu sagen. Wie war das, als wir uns kennengelernt haben? Wo standst du noch? Das ist ja jetzt 3 Monate her. Wo standst du denn so von deinem Wissensstand, wo du sagst, hey, da standst du vor 3 Monaten und dann hat es sich entsprechend jetzt auch nach 3 Monaten entwickelt. Ja, also wir haben der Wissensstand, genau das ist der Punkt. Rasenmähen, eine Rasenmäherkalkulation ist nicht gleich ein Treppenhaus kalkulieren. Das ist enorm wichtig. Wer Quereinsteiger ist, und das sind viele Leute, nicht nur in der Gebäudereinigung, auch im Hausmeisterservice, für den ist es eigentlich ja, unabdingbar in meinen Augen, mal sowas zu besuchen, so einen Kurs einfach mal mitzumachen. Weil dort viele Goldkörnchen rumliegen, die einem echt weiterhelfen können. Also für mich kann ich sagen, die IDEA-Technik ist ein absolutes, das geht wie Bolle. Man muss es nur vernünftig aufziehen und die Resonanz ist einfach da. Die Kunden gewinnt man damit, das ist einfach so. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, hätte es auch nicht gedacht, aber man muss sich die Arbeit machen, man muss es vernünftig machen und der Kunde antwortet auch. Und ich würde sagen, Trefferquote von über 90%. Also geil. Auf jeden Fall. Hammer. Genau, die DA-Technik und wir haben ja noch die IAT-Technik. Ne? Das heißt, wir haben da verschiedene Techniken, mit denen wir arbeiten, verschiedene Strategien. Aber das mal da zur Seite geschoben. Und wie war es vorher? Wie hast du vorher deine Kunden gewonnen? Vorher ging es in der Regel über das Internet, das heißt über die Homepage, über diverse Anzeigenhäuser, sage ich mal, entweder gratis oder auch zu bezahlen. Teil Mund-zu-Mund-Propaganda, je nachdem. Das ist aber eher über die Schiene gelaufen und es ist sehr mühselig. Mhm. Also vor allem im ländlichen Bereich, wenn man dort auch neu hinzieht, man ist neu, dann wird man eh anders angeguckt, sage ich ganz ehrlich. In der Stadt ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber es ist wesentlich mühseliger, auch dann vor allem an Gewerbekunden zu kommen. Ist ganz schwierig. Mhm. Ja. Mhm. Und das hast du jetzt in den 3 Monaten komplett geswitcht, beziehungsweise, ich meine, klar, da kommen übers Internet weitere Anfragen rein, das war bei dir schon vorher gut aufgestellt, das hat geklappt und jetzt haben wir aber ja noch weitere Wege gefunden und jetzt, wie sieht es aus mit den Anfragen, wie hast du das verändert oder hat sich das jetzt in den 3 Monaten verändern können? Wir haben ja anders die Werbung einfach gestaltet, ne? Das heißt also, man kriegt es ja halt mitgebracht und man wird auch unterstützt. Und das ist halt eben das Positive. Ich kann was in die Gruppe stellen, in die Community stellen, ja, und dann guckt man einmal drüber, der ein bisschen mehr Ahnung von hat und sagt, nee, mach das weg, setz das hin. Und das sind Kleinigkeiten, die mir persönlich vielleicht gar nicht erst auffallen würden, weil nicht jeder von uns ist ein Grafiker, nicht jeder von uns ist ein Texter oder sonst irgendwas. Und wenn man das aber vernünftig präsentiert, dann wird auch was draus. Also es muss ansprechend sein für den Kunden, was vorher vielleicht nicht unbedingt der Fall war. Ja. Auch die Wortwahl teilweise vielleicht nicht unbedingt der Fall war. Mhm. Aber wenn man genau hinschaut und genau hinhört in den Erklärvideos beispielsweise, dann weiß man, wo die Richtung irgendwo hingeht. Mhm. Ja. Mhm. Okay, also die Präsenz konntest du auf jeden Fall
direkt mal relaunchen, ja, auf 2.0 bringen, dass es jetzt richtig auch für die Kunden, dass die Kunden, sage ich mal, auch anziehend da die Firma finden. Das war ja sehr wichtig. Und ja, was konntest du noch so mitnehmen, wo du sagst, hey, das Training, was hat dir denn das Training insgesamt gebracht? Wo du sagst, hey, das, die letzten Monate hast du ja intensiv da gearbeitet. Was hat es denn dir noch so gebracht? Ja, unterm Strich, sage ich mal, dass es vorwärts geht. Also man steht ja irgendwann an einem Punkt, wo man sagt, ja, will ich da bleiben oder will ich weitergehen? Nur wie gehe ich weiter letzten Endes? Und da finde ich es einfach wichtig, dass da jemand steht und sagt, ja, pass auf, du willst wissen, wie es geht? Ja, dann komm mit, dann zeige ich dir, wie es geht. So, und dann geht man halt den nächsten Schritt mit. Und das ist, ich sehe das ja auch als Coaching, das heißt begleitend. Und das ist wirklich so, man geht weiter voran und irgendwann, wie sage ich zu meinen Kindern immer, ne, so kriegst du einen Klaps auf den Moos, kannst alleine laufen. Ne? Mhm. Und so sehe ich das da auch. Nur der erste Schritt dahin, zu sagen, ja, wie mache ich das? Man kann sich jetzt wieder 5 Jahre lang hinsetzen, sich alles alleine irgendwo aus den Büchern ziehen, aus dem Internet ziehen, kannst du alles machen. Du kannst es aber auch komprimiert irgendwo machen. Du setzt dich hin und hörst einfach mal zu, setzt das Ganze einfach um und dann kommst du wesentlich schneller zu deinem Ergebnis, als wenn ich jetzt mal alles wirklich von Anfang an alleine machen würde. Dann könnte ich eine Ausbildung zum Gebäudereiniger machen, meinen Meister dahinter machen. Ja. A, habe ich die Zeit nicht, B, funktioniert das alles so nicht. Und C, ist diese Variante die einfache Variante. Ja, ja, ja. Muss man, also für mich. Top, sehr geil. Ja. Und das ist ja auch genau das. Ich meine, ich habe ja in dieses Training nicht nur mein Gebäudereiniger Meisterwissen reingepackt, sondern zusätzlich haben wir ja noch Wissen von Vertriebsexperten, von wir haben ja Kalkulation mit drin, wir haben das Thema Online-Marketing mit drin. Wir haben in dem Training verschiedene Bereiche mit reingepackt, die überhaupt das Ganze zu einem Coaching und zu einem Training machen, so wie du es gesagt hast, ne? Und dass dann die maximale Klarheit kommt, ne? Weil das ist das, was du, glaube ich, gemeint hast, dass einfach du musst nicht suchen, sondern du hast einfach die Klarheit und du weißt, hey, das ist zu tun und das ist der nächste Schritt. Bei dir geht es ja jetzt bald dann los, der nächste Schritt ist der Büroaufbau und Co. Das wird das nächste sein. Und genau, willst du noch was zu den anderen Bereichen sagen? Hast du noch, was hat dir denn noch so geholfen? Gibt es denn noch andere Bereiche, was dir, wo du das sagst, hey, das Training konnte dir helfen? Was ist mit dem Thema Kalkulation? Wie sieht es denn da aus? Auf jeden Fall. Kalkulation ist ein ganz wichtiges Thema. Was ich persönlich gut finde, ich kann immer wieder darauf zurückgreifen. Zack, zack, ich gehe in das Video nochmal rein, ich gucke es mir an. Was ist genau gemeint? Und das sind wichtige Sachen. Und wenn ich es nicht genau weiß, dann stelle ich es in die Gruppe, dann kann noch ein bisschen geschraubt werden, dann kann man sagen, mach das vielleicht mal so. Ich habe es bei meiner ersten Kalkulation genau so gemacht. Ja, zack, Treffer. Kunde ist da. Du hast Auftrag gekriegt, ne? Auftrag ist da. Sehr gut. Und bei meiner zweiten Kalkulation habe ich gesagt, okay, mach das mal alleine. Und dann habe ich gemerkt, ich war jetzt auch nicht unwesentlich teurer, es war jetzt keine Arztpraxis, es war jetzt eine Prüfhalle, Kfz-Prüfhalle. Da habe ich gemerkt von dem Kunden her, eieiei, du bewegst dich hier gerade auf Messerschneide. Also ich würde sagen, da war vielleicht die Sympathie, dass er gesagt hat, okay, der Herr Mike, der gefällt mir, den nehmen wir jetzt. Aber er war mit der Kalkulation nicht ganz einverstanden, das habe ich gemerkt. Mhm. Sag mir letzten Endes wieder, okay, hast du Glück gehabt, das nächste Mal lässt es nochmal überprüfen, da weißt du genau, wo der Weg dann hingeht. Und das ist halt wichtig, ganz wichtig. Sehr gut, ja. Ja. Überprüfen ist auch ein gutes Stichwort, das ist ja auch das, was wir machen, dass wir regelmäßigen Abschnitten auch Angebote überprüfen, dass wir dich dabei unterstützen oder auch unsere Teilnehmer, dass wir auch einfach drüber schauen, dass wir Feedback geben, dass wir uns austauschen, entweder innerhalb der Gruppe oder auch von uns, von Experten, die dann aufs Angebot draufschauen und sagen, hey, die Kalkulation ist top, mach das genau so oder die Kalkulation passt nicht ganz, setzt den Preis höher, setzt den Preis niedriger und dementsprechend wird das dann so gestaltet. Wie ist bei dir so die Preisgestaltung? Ja, das würde mich mal noch interessieren. Wie sind denn so deine Preise? Weil ja, du hast ja echt ein gutes, ja, sage ich mal, gute Preise. Wo liegst du da in etwa, dass man einfach mal so von bis so grob eine Richtung hat? Weil du konntest ja auch deine Preise steigern, ne? Ja, also der normale, ich sag mal, wenn ich jetzt normale Hausmeistertätigkeiten durchführe, wenn man da mal einen Preis hat, dann sind wir bei 40 Euro Stundenlohn. Mhm. So, das ist irgendwo der Durchschnitt, sage ich mal. Ja. Und den Rest, da richte ich mich so nach dem Tariflohn. Und ja, das ist, das, ja,
wie soll ich das jetzt beschreiben am besten? Ja, man macht eine vernünftige Kalkulation und am Ende bleibt auch was hängen. Ja. Ja, du sagst immer das Wort Profit. Ja, das ist es aber auch. Mhm. Ja, also A, der Mitarbeiter soll vernünftig bezahlt werden, da lege ich persönlich auch Wert drauf. Und B, soll am Ende noch was hängen bleiben. Genau. Und ganz wichtig ist dann dazu halt, was ich für mich persönlich festgestellt habe, die Zuverlässigkeit. A, meine Mitarbeiter und B, dem Kunden gegenüber. Und dann ist der Kunde auch gerne bereit, wenn die Zuverlässigkeit stimmt, einen Euro mehr zu bezahlen. Ganz genau. Ganz genau. Die Zuverlässigkeit, das Erscheinungsbild, der Eindruck, nicht nur das Erscheinungsbild letztendlich von demjenigen, der vor Ort ist, sondern auch das Erscheinungsbild von der Gesamtfirma. Und du hast gerade gesagt, 40 Euro. Ne? Also das ist echt ein Hammer-Stundensatz im Schnitt. Ne? Mal mehr, mal weniger. Das ist genial. Ne? Das ist, muss man sagen, ist auch ein sehr guter Stundensatz. Ist auch nicht in jeder Region möglich, aber bei euch, beim Ben in der Region, der kriegt es hin und der kriegt es durch. Ja? Und es ist auch eine Sache der Überzeugung am Ende des Tages, wie du den Kunden dort auch überzeugen kannst. Also genial, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja? Und ich bin mir gespannt, wo die Reise hingeht, wenn das Büro steht, dann die ersten Büromitarbeiter kommen. Hast du da schon eine Aussicht, wo die Reise hingehen soll? Was ist dein Ziel? Ich mache immer gerne Teilziele, sage ich immer. Mhm. Teilziel ist halt, bis zu 5-6 Mitarbeiter erst einmal beschäftigen zu können. Die Aufträge sind da. Und das ist wirklich so, wenn man sich mit der EMR-Strategie befasst hat und wenn man es verstanden hat, die Aufträge sind da, man muss sie nur abholen. Und dazu fehlt jetzt halt bei mir in meinem Fall mehr Mitarbeiter, ein Büro, und dann geht es halt bergauf. Ja? Und dann schauen wir mal. Nach oben gibt es, denke ich, kein größeres Ende. Also es gibt nur Teilziele, die man erfüllen möchte. Ja, genau. Also nächstes Ziel ist One Million Club. Ja? Ja. Das wäre cool. Also 1 Million Jahresumsatz, das ist so das Level, wo man sagen kann, ab da macht es auch richtig Spaß, dann, weil man auch wirklich noch ein Team an seiner Seite hat. Ne? Das macht man ja nicht mehr alleine. Es geht ja auch gar nicht darum, diese 1 Million Euro Umsatz, aber es ist einfach ein Team. Du hast zuverlässige Leute um dich herum. Du weißt, ich kann mich auf die verlassen. Das ist noch jetzt im Aufbau. Da werden wir dran arbeiten die nächsten Monate, dass das alles steht. Und dann bin ich mir sicher, dass du das bei dir in der Region mega hinkriegst. Ich freue mich. Bin gespannt, diese Erfolgsstory zu begleiten. Und schön, dass du da warst heute. Sehr gerne. Ich bedanke mich. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, hey, wie läuft das Ganze ab? Dann schreibt es hier in den Kommentaren oder geht auf unsere Seite, holt euch dort auf jeden Fall eine Erstberatung, so einen Kontakt mal ab und dann sehen wir uns und hören uns vielleicht das nächste Mal persönlich.